verspreche Gänsehaut. Dem Gefühl bei Bach ist so unglaublich stark und ehrlich. Und es ist so tief. His music speaks to everyone in so many different ways. And we can even see the same piece and be moved differently by it. Wenn wir auf den Hofmusikus Bach schauen, sehen wir einfach den schillernden Virtuosen, einen, der in allen Gattungen versucht, das Maximum zu erreichen. Und wir haben auch sehr viel Begleitprogramm. Wir haben mehrsprachige Konzerteinführungen von den Forschern selbst gehalten. Wir haben Vortragsreihen. Und insofern würde ich sagen, es ist seit vielen Jahren das vielfältigste Bachfest, was wir anbieten. Als Hofkompositeur hat er Serenaden, Tafelmusiken komponiert. Er hat diese schillernden, virtuosen brandenburgischen Konzerte komponiert. Er hat zugleich Kirchenmusik komponiert. He's always experimenting. Bach being able to just sit down and do this stuff, improvising fugues or elegantly constructed contrapuntal variations on themes and that sort of thing. Bach erleben in Leipzig, das ist weltweit einzigartig. It's a kind of prize you get. It's a kind of, okay, now you are ready to go to the Leipzig Festival and perform Bach. Und das ist ja dieses große Geschenk, dass man das hier in dieser Weise erleben darf. It came as quite a shock to me, to be honest, when Michael Mauer asked me to be involved in the festival on this level. Bei Herrn Besoldenhout, da ist ein neuer Ton, das müssen wir aufs Podium bringen. You do have a very strong sense in Leipzig that there is this very strong feeling. You know, playing Bach there feels a little bit like being thrown into the lion's den, you know. Das sind einfach die Orte, wo alles begann. Deswegen haben unsere Bachfestgäste Tränen in den Augen, wenn sie dann da sitzen und die Matthäus-Passion oder die Hamoll-Messe hören. It's just a city that breathes with his music and being there on the festival. Is very, very special. Is the cherry on the cake, it's a treat. Man denkt, ach, das war die Akustik, wofür er auch alles das geschrieben hat. Vielleicht ist er hier gesessen am Orgel und hat hier sich inspirieren lassen. The imagination and the fantasy that people feel when they experience music in those spaces and consequently also a sense of heightened excitement and arousal in a sense. I know that audiences can feel that.